auch nochmal ein Hinweis an alle Teilnehmer, dass der Web-Talk wird aufgezeichnet und ist dann nachher auf dem YouTube-Kanal von Energate zu sehen. Damit würde ich jetzt auch sagen, heiße ich Sie alle ganz herzlich willkommen zum 17. Energate Web-Talk, unserem Special zur Bundestagswahl. Wo steuert die Energiepolitik hin in der kommenden Legislaturperiode? Diese Legislaturperiode ist ja noch nicht ganz abgeschlossen. Wir haben noch mal eine intensive Sitzungswoche, also das heißt wir als Berichterstatter auch, aber auch die uns zugeschalteten Bundestagsabgeordneten hier in der kommenden Woche vor sich, wo auch noch relativ viel zur Energie- und Klimapolitik beschlossen werden soll. Das erneuerte Klimaschutzgesetz, eine ENBG-Novelle gibt es, Beschlüsse zum erneuerbaren Ausbau. Also da ist noch einiges an Arbeit, aber dass der Wahlkampf zur Bundestagswahl schon begonnen hat, das hat man nicht zuletzt gemerkt an der aktuellen Debatte um die CO2-Bepreisung. Alle Parteien oder fast alle Parteien mit Ausnahme der CDU haben ja auch schon ihre Wahlprogramme soweit fertig. Die Grünen haben es gerade am Wochenende beschlossen. Die Linken, da liegt der Entwurf ja schon vor, aber das wird am kommenden Wochenende dann auch beschlossen werden. Dann wird auch die CDU, da gibt es bisher seit gestern einen Entwurf, das dann wohl auch beschließen. Und dann kann es sozusagen richtig losgehen und über die Themen, die in der Energie- und in der Klimapolitik in der kommenden Legislaturperiode dann aus Sicht der Parteien wichtig werden sollten. Darüber wollen wir heute im Web-Talk mit Ihnen und mit den Abgeordneten diskutieren. Wir haben dazu interessanterweise Abgeordnete eingeladen, die alle eine Sache gemeinsam haben, denn sie sitzen seit 2017 im Bundestag, also haben jetzt eine Legislaturperiode abgeschlossen. Und die stelle ich Ihnen nun im Einzelnen vor. Da haben wir einmal Frau Lisa Badun. Sie ist die klimapolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen und sitzt im Umweltausschuss. Herzlich willkommen, Frau Badun. Wir haben Timon Gremmels. Er sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie für die SPD-Fraktion und war unter anderem Berichterstatter für das Gebäudeenergiegesetz in dieser Legislaturperiode. Wir haben Lukas Köhler. Er sitzt für die FDP im Bundestag, ist klimapolitischer Sprecher seiner Partei. Er sitzt im Umweltausschuss und ist auch noch Generalsekretär der FDP in Bayern. Hallo, Herr Köhler. Und wir haben Lorenz Göster-Beutin. Er sitzt auch, wie alle anderen drei, seit 2017 im Bundestag. Er ist Sprecher für Energie- und Klimapolitik und sitzt im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Herzlich willkommen Ihnen allen in dieser Runde. Mit mir heute moderiert mein Kollege Carsten Kloth, den sehen Sie auch hier im Bild. Wir sitzen hier in Berlin in einem Büro, aber Corona-konform in verschiedenen Büros. Und wir werden uns die Moderation etwas aufteilen. Wir haben uns ein paar Themenblöcke überlegt. Wir werden erst kurz nochmal so einen Blick auf die laufende Legislatur werfen, dann auf das große Thema CO2-Bepreisung eingehen wollen, auf den erneuerbaren Ausbau, dann auf die Themen Wärme und Verkehrswende, je nachdem, wie unser Zeitbudget dann aussieht. Und ganz wichtig, als Zuschauer können Sie uns Fragen stellen, nutzen Sie dafür gerne die Chat-Funktion, die Sie unten sehen. Und die werden wir dann im Laufe der Diskussion hier auch dann Ihre Fragen mit aufnehmen. Ja, fangen wir mal mit dem Thema laufende Legislaturperiode an. Da würde ich gerne das so ein bisschen umdrehen und gerne einmal, wir haben jetzt so ein bisschen die Aufteilung Regierung, Opposition, wobei man Herrn Gremmels sozusagen etwas entschuldigen muss, dass er jetzt als Alleinige die Regierung vertritt. Von der Union war leider niemand zu kriegen. Wir haben es in vier Büros versucht. Leider war das terminlich schwierig. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Programm noch nicht fertig geschrieben Bin ist. ich aber gewöhnt, weil das ist nicht zum ersten Mal in dieser Okay, Wahlperiode. dann wird das ja klappen. Von der Opposition würde ich nämlich jetzt gerne wissen, also gerne fange ich mit Frau Badum an. Was fällt Ihnen denn ein mit Bezug auf die letzten 4 Jahre, was die Regierung in Bezug auf Energie und Klima gut gemacht hat? Schwierige Frage. Nein, also es gab erkennbar Anstrengungen, was zu tun, auch aufgrund des Drucks der Straße von Fridays for Future und anderen haben wir dann 2019 ja das Klimapaket gesehen. Was ich da zum Beispiel positiv fand, das war der CO2-Preis.
Es war auch eine der wenigen Maßnahmen der GroKo, wo ich im Bundestag mitgestimmt habe. Und da haben wir Grünen ja auch mitgewirkt. Insbesondere darin, dass die EEG-Umlage gesenkt wird, auch durch die Einnahmen aus dem CO2-Preis. Das fand ich sehr positiv. Deswegen habe ich da gerne mitgestimmt. Ich finde es auch gut, dass die Klimaziele jetzt angehoben werden im Parlament nochmal, also beziehungsweise im Kabinett ist es ja schon durch, die Ziele im Klimaschutzgesetz, aber auch im Parlament. Ich wage es zu bezweifeln, dass es ohne das, den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts geklappt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass man da mit dem Herzen dabei ist, wenn es um die Maßnahmen geht. Aber zu der Diskussion kommen wir ja noch. Genau. Sieht es dann ganz schnell sehr, sehr dünn aus bei der Großen Koalition. Und dabei möchte ich es jetzt erstmal belassen, damit auch die Kollegen noch auch weitere Erfolge dann aufzählen können. Dann gerne Herr Köhler als nächstes. Was sehen Sie denn, was hat die Regierung in den vergangenen 4 Jahren gut gemacht aus Ihrer Sicht? Ja, also ich würde das Lob an die Regierung einstellen und wenn, dann nur ein Lob an der SPD wählen, weil ich finde, wenn die Union nicht kommt, dann soll sie auch nicht gelobt werden. Also ehrlicherweise, wer sich nicht traut, auf ein Podium zu gehen, was ist denn das für eine peinliche Aktion? Ich lobe jetzt erstmal die SPD. Und zwar, ich glaube, das war der wunderbare Herr Mirsch, der vor allen Dingen sich beim EEG und beim EEG-Ausbau im letzten Jahr dafür eingesetzt hat, dass die Bürgerfinanzierung mit drin ist, die Bürgerenergiegenossenschaften, dass das gestärkt wird. Das halte ich für einen richtigen Weg. Ich glaube, das ist noch nicht richtig eingebaut. Das sagt er ja auch selber. Das funktioniert noch nicht perfekt. Da muss man noch mehr rausholen und so. Aber ich glaube, eins der großen Herausforderungen der nächsten 4 Jahre, der nächsten auch 10 Jahre, ist die Frage der Akzeptanz. Und zwar nicht nur die Akzeptanz der Windkraftanlagen, sondern wenn man sich die Dimensionen mal anschaut, was wir alles erreichen müssen, dann ist das eine Riesenchance, auch wirtschaftlich gesehen ist das fantastisch, was wir alles machen können, was wir alles umsetzen können. Aber es ist natürlich ein massiver Umbruch und gerade eine Partei, die ja immer sehr auf ihre konservative Art pocht, wie die Union, die sich da oft querstellt, hat natürlich auch an vielen Stellen in der nächsten Zeit ordentlich Potenzial, sich querzustellen. Und ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass man sich auch als SPD überlegt, wo kann man Punkte setzen. Der Rest des EEG-Reform ist meiner Meinung nach, reicht hinten und vorne nicht. Ne? Viele Punkte sind nicht richtig angegangen worden. Die Klimaschutzproblematik wird. Aber wir waren ja beim Lob erstmal. Auch nicht so. Ah ja, ich komme. Ich verbinde das Lob mit dem Kritik an der Union. Also ich hätte die Regierung komplett gelobt, wenn die Union da gewesen wäre. Dann hätte ich nur positive Worte. Aber sozusagen die Abwesenheit des einen Parts erlaubt mir es kritisieren. Nee, den letzten Punkt aufzumachen. Man hat, glaube ich, gesehen, dass die Regierung stets bemüht war. Ein Satz, den man in manchen Schulzeugnissen auch schon gelesen hat. Dann Herr Beutin, was würden Sie denn sagen, ist aus Ihrer Sicht was Gelungenes gewesen seit 2017? Also was auf jeden Fall ein großer Erfolg ist, dass SPD und CDU wirklich vom angetrieben worden sind, vom Druck der Klimabewegung und dann sich doch bemüßigt gefühlt haben, die ein oder andere Sache immerhin auf den Weg zu bringen. Der Kohleausstieg ist viel zu spät mit 2038, aber immerhin gibt es sozusagen diese Perspektive. Es geht jetzt darum, den halt früher hinzubekommen, spätestens 2030. Und wir haben ein Klimaschutzgesetz, wo uns das Bundesverfassungsgericht ja auch nochmal ganz klar gesagt hat, dass es hinten und vorne nicht ausreicht und unzulässige Lasten für die kommende Generation bietet. Aber immerhin gibt es ein Klimaschutzgesetz. Und was ich da sehr positiv finde, ist, dass da sich Frau Schulze und die SPD da eher durchsetzen konnten. Die Union war ja nicht so dafür, das nach Sektoren trennscharf zu machen. Und das ist schon ein Vorteil. Problem ist, dass es nicht klare Sanktionen da gibt. Da hätten wir uns klare Sanktionen auch gewünscht, gerade im Verkehrsbereich, aber auch im Wärmebereich. Aber immerhin gibt es diese Trennschärfe nach Sektoren. Und da ist es etwas, wo eine kommende Bundesregierung drauf aufbauen kann. Dem Lob zum CO2-Preis können wir uns da nicht anschließen. Er ist klimapolitisch nicht sinnvoll und vor allem ist er sozial ungerecht, wie er konstruiert ist. Da kommen wir ja gleich drauf. Jetzt gab es ja erstmal viel Lob für die SPD. Insofern, den Part muss Herr Gremmels jetzt gar nicht mehr übernehmen. Jetzt hat er nämlich die Aufgabe zu sagen, was schlecht gelaufen ist in den letzten 4 Jahren an einem Thema, zum Beispiel also, plastisch gemacht.
Ja, das war mir ja klar, dass das jetzt so kommt. Ich hätte natürlich auch viel die SPD gelobt, aber es klingt aus den Mündern meiner drei Kollegen besonders angenehm und ich bin mir sehr sicher, wenn wir vier etwas auf den Weg bringen können, wir hätten auch unseren Streit, aber ich glaube, das wäre deutlich erfolgreicher als unserem derzeitigen Koalitionspartner. Nein, was völlig unzureichend ist und was nicht geht, ist, dass in dieser großen Koalition es keine Mehrheit gegeben hat, bisher die Ausbaupfade erneuerbarer Energien deutlich anzuheben. So schön es ist, dass man auch jetzt über den CO2-Preis redet, über die Frage der eierlegenden Wollmilchsau, ich meine Wasserstoff. Ja, das sind ja wichtige Themen und auch richtige Themen, die brauchen wir alle auch. Aber es geht nicht ohne einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien, sowohl Windkraft als auch Photovoltaik. Wir haben Anreize geschaffen, wie zum Beispiel das Bürger, also die Bürgerdividende für bei Windkraft, die 0,2 Cent. Wir hoffen, dass wir das noch, nicht zu viel verraten, auch noch für andere Bereiche auf den Weg bringen können in dieser Wahlperiode. Aber wir brauchen klare, deutliche Ausbauziele. Das 65%-Ziel 2030, das reicht nicht aus. Wir müssen dort auf 75-80% Anteil erneuerbarer Energien am Strommix haben. Das ist zwingend notwendig. Das ist nicht gut gelaufen. Da ärgere ich mich, dass wir uns nicht durchsetzen konnten. Aber ich lese auch, dass Herr Altmaier sich nicht durchsetzen konnte. Angeblich plant er jetzt tolle Beschlüsse, was man alles noch machen müsste. Scheinbar hat er in seiner Fraktion kein Standing und keinen Rückhalt, was sehr schade ist, weil uns läuft die Zeit davon. Wir können nicht so lange warten. Deswegen brauchen wir eine Mehrheit diesseits von der Union für die Zeit nach dem 26. September. Da kurz nachgefragt, bezogen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Frühjahr, was ja nochmal so ein Katalysator der Entscheidung oder viele Entscheidungen war, jetzt zum Beispiel beim Klimaschutzgesetz. Warum hat man das denn jetzt noch so schnell gemacht, also in diesen letzten Wochen und nicht, das Gericht hat ja gesagt, man kann es bis Ende 2022 machen. Warum hat man das, wenn es auch mit der Union sozusagen in der Koalition schwierig ist, nicht dann einer kommenden Bundesregierung überlassen, die dann vielleicht mit mehr Zeit da eine Regelung treffen kann? Also warum war das so wichtig, das noch jetzt zu machen? Weil das schon ist, was wir immer wollten. Wenn Sie wissen, dass wir, das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht das Klimaschutzgesetz gekippt oder kritisiert. Er hat sogar gesagt, bis 2030 ist das hervorragend. Es fehlen aber die Zielpfade für die Zeit zwischen 2030 und dann 2050, jetzt demnächst 2045, Zwischenschritte. Das fehlt. Da haben wir nachgeliefert, weil das schon im ursprünglichen Entwurf von Svenja Schulze so drin stand, was dann in der Ressortabstimmung damals von der Union rausgestrichen worden ist. Ich bin froh, dass sich die Union in dieser Stelle bewegt hat und dass wir das jetzt noch rund machen können in dieser Wahlperiode. Das wird ja eine neue Koalition, egal wie sie aussieht, nicht daran hindern, es dann bei einer weiteren Novellierung noch besser zu machen. Aber wir stehen da in der Pflicht, wir stehen da in der Verantwortung und wir stehen da auch im Wort, auch zu den Fridays for Futures, mit denen wir ja auch viele Diskussionen haben. Deswegen habe ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch immer als Rückenwind empfunden für unsere Politik. Und das sehe ich nach wie vor so. Und deswegen bin ich froh, dass das so schnell gelungen ist. Das war auch ein Fenster, Window of Opportunity, die muss man nutzen. Und das war eine einmalige Chance. Und deswegen bin ich froh, dass wir das jetzt noch in der nächsten Woche hoffentlich durch die Tür kriegen. Okay, also Frau Badum hat schon mal die Hand gehoben, wie man das neu so macht in diesen Instrumenten hier. Gerne dann also Sie, Ihr Input dazu. Ja, ich dachte, ich probiere es mal, weil ich schon mit ein paar Mythen aufräumen möchte. Also immer sich so deutlich darauf beziehen, dass das Bundesverfassungsgericht die Ziele, also quasi bis 2030 hervorragend gefunden hätte, halte ich schon für eine gewagte Hypothese. Es war einfach so, dass das Verfassungsgericht sich natürlich nicht so stark ins Feld des Gesetzgebers begeben kann, und dann schon geschlossene Ziele sozusagen da aufbrechen kann. Aber nach 2030 gab es eben eine Regelungslücke, quasi von 2030 bis zur Klimaneutralität. Und deswegen hat man die auch formell genutzt und gesagt, ab 2030 müsst ihr auf jeden Fall anpassen. Aber das heißt nicht, dass alles vorher Gold gewesen wäre, weil das Verfassungsgericht aber das könnte man da rauslesen, weil das Verfassungsgericht sich ja dezidiert eben auch an diesem CO2-Budget des Sachverständigenrats für Umweltfragen orientiert hat und gesagt hat, dass, also nicht direkt gesagt hat, es muss eingehalten werden, aber es als Vergleichs-, als Rechengröße herangezogen
gezogen hat, was sich ja wiederum herleitet vom IPCC-Budget. Und deswegen ist es schon relevant, dass wir jetzt sehr, sehr schnell stark CO2 reduzieren, weil wenn die Atmosphäre weiter verläuft, wir wissen alle, was dann passiert, können wir das CO2 auch nicht so einfach wieder entfernen. Deswegen ist auch meiner Ansicht nach mit diesem Urteil schon mit angeregt worden, dass schnell was passiert. Herr Köhler hatte sich auch gemeldet, wollte dazu noch was sagen. Sie müssen sich noch entmuten, ja, genau. Ja, das ist wahr. Im Eifer des Gefechts. Ne, zum kein Urteil Problem. Also da würde ich Timon schon da wäre ich schon eher bei auf Timons Seite, weil in dem Urteil steht sehr, sehr deutlich drin, dass die Regierung genau eine Sache macht, nämlich einen Plan bis 2030 vorzugeben. Was das Bundesverfassungsgericht ja nicht gesagt hat, die bewerten das gar nicht. Die sagen nicht, ist es ein gutes Gesetz, ist es ein schlechtes Gesetz. Die sagen nicht, ist es ausreichend oder nicht. Die sagen, es gibt den Budgetansatz, dem kann man folgen oder nicht. Und dann sagen sie, naja, aber sie können aus dem Budgetansatz nichts runterrechnen, weil die Schwankungsvarianz aus dem IPCC-Sonderbericht noch zu groß ist. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen nicht, wie viel CO2 wir ausstoßen müssen, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Auch nicht nach irgendeinem Budgetansatz. Und dann sagen sie, was aber gegeben sein muss, um die Freiheit kommender Generationen zu schützen, ist, man braucht einen klaren Senkungspfad. Wie der ausgestaltet ist, ist völlig egal. Und ich würde schon, Timon, jetzt würde ich schon die SPD auch kritisieren wollen. Diesen Schnellschuss, den ihr da gemacht habt, und der kommt ja von euch, die Union hat doch gar keine Ahnung davon gehabt, was da passiert mit dem. Den Schnellschuss, den ihr da gemacht habt, 45 reinzuschreiben, Klimaneutralität, ohne auf europäischer Ebene das abgesprochen zu haben, ohne geguckt zu haben, was passiert denn zum Beispiel mit Emissionen im Emissionshandelsbereich, die dann auf einmal in einem anderen Land ausgeschüttet werden können, was wiederum Ambitionsreduktionen woanders jetzt ja auch schon prognostiziert mit sich bringen. Das halte ich nicht für klug. Und das, was ihr gemacht habt, ehrlicherweise, ich habe mir mal angeguckt, wie ihr 30 bis 40 gemacht habt. Ihr habt 3 Jahre mit 2%, dann habt ihr 2 Jahre mit 3%, dann habt ihr 3 Jahre mit 3% und dann wieder 3 Jahre mit 2%. Hättet ihr gesagt, okay, wir rechnen das zum Beispiel an so großen Daten wie dem Kohleausstieg und sagen, okay, 38 wissen wir, gehen ein paar Blöcke aus dem Netz und dann sind das 4%, sonst sind es irgendwie nur 2% und so. Dann hätte ich ja gesagt, okay, aber so sieht das aus, als ob ihr das gewürfelt hätte. Ob jemand mal gesagt hätte, ja, das hast du letzte Woche schon in der Bundestag uns schon vorgehalten. Ja, aber also ich höre deine Reden. Das freut mich, aber das hat mich wirklich gewundert. Ich würde einen ganz anderen Ansatz vorschlagen, aber da können wir ja nachher noch drüber reden. Aber das wollte ich nochmal sozusagen zur Ehrenrettung und zur Kritik beibringen. Okay, jetzt hat Herr Beutin sich auch gemeldet und dann kann Herr Gremmels gerne nochmal darauf kurz sich beziehen, wenn er möchte. Und dann wollten wir das Thema wieder in Richtung CO2-Preis weiterdrehen. Ja, also mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass die Koalition, bin ich hörbar, ja, ne? Ja, das. Okay, weil sie hier so, ja, okay. Ja. weil es scheint mir so ein bisschen Voodoo-Politik zu sein, was da jetzt nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts passiert. Das heißt, wir schreiben schärfere Maßnahmen rein, wir schreiben die 2045 rein, aber wenn dann Merkel gefragt wird, ja, das bedeutet doch dann auch früherer Kohleausstieg, sagst du, nee, Kohleausstieg 2038 steht. Und wenn dann Herr Scheuer gefragt wird, ja, wie sieht es denn aus mit dem Tempolimit, dann wäre es doch jetzt mal angebracht, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts da aber jetzt mal ordentlich reinzuhauen und da mal das zu machen, sagt er, nee, Tempolimit wird es mit uns nicht geben. Also das heißt, die Maßnahmen, die wirklich auf der Hand liegen, und da liegt ja auch einiges auf der Hand, was den Gebäudesektor angeht. Da reicht das Gebäudeenergiegesetz hinten und vorne nicht. Und auch die bundeseigenen Liegenschaften gehen ja überhaupt nicht voran, was das angeht. Also ich meine, die könnten ja mal ein Beispiel sein für PV auf die Dächer und für energetische Sanierung. Das heißt, all das, da wird nicht geliefert. Und man sagt, wir machen das mit 2045 Klimaneutralität. Ja, aber wie soll denn das funktionieren? Das wird überhaupt nicht beantwortet. Ein Punkt dazu, das mit dem Kohleausstieg, das ist ja schon so ein bisschen absehbar durch die verkürzten Budgets für die einzelnen Sektoren, ist ja schon absehbar, dass es für die Kohle bei der Verschärfung doch schwierig wird nach 2030 wahrscheinlich. Ja, aber ein Blick ins Gesetz hilft bei der Rechtsfindung oder bei der Meinungsbildung. Also beim Kohleausstiegsgesetz steht immer spätestens 2038. Man kann auch auf 2035 runtergehen und sogar noch drunter. Das widerspricht das Kohleausstiegsgesetz überhaupt nicht. Und ich würde sehr viel darauf wetten, dass wir einen Kohleausstieg eher Anfang der 30er Jahre als Ende der 30er Jahre haben. Wer gegenhält, gerne.
So, das steht im absoluten Einklang. So, Bundesimmobilien nur ganz nebenbei, auch da ein Blick ins Gesetz, Gebäudeenergiegesetz. Es gibt für Bundesimmobilien eine PV-Prüfpflicht. Das heißt, es muss vorher jedes Gebäude, was angepackt wird im Eigentum des Bundes, muss darauf geprüft werden, ob Photovoltaik drauf möglich ist oder nicht. Das ist etwas, was wir im Zuge des Gebäudeenergiegesetzes umgesetzt haben. Das ist auch nochmal ganz klar. Und natürlich, ich habe ja gerade gesagt, es fehlen ein paar Maßnahmen. Ja, die Maßnahmen, das ist in der Tat die Achillesferse, das wissen wir. Da ist halt mit dieser Koalition, mit dem Koalitionspartner nicht mehr möglich. Aber bis 2045 sind ja aber ein paar Jahre. Das ist eine der zentralen Aufgaben einer nächsten Regierung, diesseits von CDU, CSU. Und auch Tempolimit, Teil des SPD-Wahlprogramms, sehen wir auch für einen richtigen Weg. Und wir haben ja auch in unserem Wahlprogramm klare Vorstellungen, wie wir das bis 2045 hinbekommen. Übrigens gab es auch innerhalb der SPD-Diskussion, ja, auf 2040 vorzugehen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass selbst die CSU das mal zwischendurch gefordert hat. Aber das weiß man bei Herrn Söder ja nicht so recht, wie lange das hält. Naja, wir haben ja auch keine Kohle in Bayern. Gut, da müssen wir uns jetzt nicht auseinandersetzen mit. Also Lukas hat völlig recht, das ist etwas, wo wir genau darauf achten müssen, dass wir jetzt auch das Ziel 45 mit ganz konkreten Maßnahmen hinterlegen. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Woche einen ersten Schritt machen, aber ich bin mir jetzt schon sicher, egal wie dieser Schritt nächste Woche aussieht, wird es nicht ausreichen. Dazu braucht es andere Mehrheiten. Das sage ich ganz, ganz offen. Und da ist die SPD nicht der Hemmschuh. Okay. Nein, dann, das werden wir im nächsten Thema ja dann sehen. Dafür ist er jetzt dann, genau, das kann man im Wahlkampf dann noch weiter ausarbeiten. Jetzt würden wir gerne zu dem nächsten Thema kommen. Da leite ich dann auch an meinen Kollegen Carsten Kloth weiter, nämlich zum schon heiß diskutierten Thema CO2-Bepreisung. Ja, damit wären wir ja mitten im Wahlkampf. Und vielleicht eine kurze Anmerkung zum Einstieg. Wir haben hier im Vorfeld der Veranstaltung eine Befragung unserer Leser durchgeführt. Dabei haben 50% oder über 50% dafür gestimmt, dass es eine schnelle Erhöhung des CO2-Preises geben sollte mit sozialem Ausgleich. Frage an die Regierungspartei, Herr Gremmel. Muss der CO2-Preis nicht zwangsläufig nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch schneller steigen? Also er steigt ja schon. Also es ist ja in dem Beschluss, den wir ja getroffen haben. Und ich erinnere daran, das hat ja nicht die Große Koalition alleine beschlossen. Da waren ja auch die Grünen über den Vermittlungsausschuss mit drin. Er steigt ja seit dem 1.1., also dieses Jahr haben wir 25 Euro die Tonne bis Mitte der 20er Jahre an. Und das ist eine planbare Fahrt, wo sich alle drauf verlassen können. Weil ich sage mal, es ist auch immens wichtig, zum Beispiel, dass wir den Menschen auch ein Angebot, ÖPNV, im ländlichen Raum anbieten können, damit die auch aufs Auto verzichten können. Das ist nicht so wie in der Großstadt, wo sozusagen alle statt 7 Minuten künftig vielleicht alle 5 Minuten die S-Bahn oder die U-Bahn oder der Bus vorbeikommen. Bei mir im ländlichen Raum ist die Frage, ob alle 2 Stunden oder jede Stunde. Und deswegen müssten wir das ausbauen. Deswegen haben wir unsere Investitionen in den Ausbau des ÖPNV massiv gesteigert. Wir haben auch die Pendlerpauschale angehoben in 2 Schritten. Wir haben auch noch die EEG-Umlage gesenkt und wir haben das Wohngeld erhöht. Und wir brauchen auch eine Planbarkeit. Wenn jemand ein Auto kauft, dann tut er das ja nicht in der Motto, jetzt kommt der CO2-Preis, jetzt kaufe ich morgen ein neues Auto. Das ist ja bei der meisten Mehrheit der Menschen gar nicht möglich. Die planen und sparen auf ein Auto ein paar Jahre an. Und da brauchen wir zum Beispiel gerade bei Elektrofahrzeugen auch einmal einen funktionierenden Gebrauchtwagenmarkt, weil die Mehrheit der Menschen kauft gebrauchte Fahrzeuge. Und so sind wir noch gar nicht so weit. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass wir jetzt ein Instrumentarium, was wir brauchen, den CO2-Preis, ja, es ist ein Instrumentarium für die Energiewende und den Klimaschutz, aber nicht das einzige Instrumentarium, dass wir das jetzt nicht zerreden und nicht kaputt reden und dass die Menschen sich auch darauf einstellen können, dass es planbar, ist und es auch verlässlich ist. Und wenn ich Robert Habeck höre, der sich dann da hinsetzt und sagt, oh Gott, ob wir das jetzt nur 2 Jahre schneller machen und dann nochmal 1 Cent höher machen, das ist doch egal. Nein, das ist eben nicht egal. Für eine große Mehrheit der Menschen, die darauf angewiesen sind, auch Individualverkehr technisch zu fahren, zur Arbeit zu fahren, die im ländlichen Raum leben, große unsanierte Grundstücke haben, die brauchen eine Planbarkeit, auch was Heizungsaustauschprogramme angeht. Da sind wir dabei, bis zu 45% Förderung gibt es für neue Heizungen. Aber deswegen ist es eine Planbarkeit und eine Verlässbarkeit. Und wenn wir diesen CO2-Preis zum 1.1. diesen Jahres eingeführt haben, warum man dann im ersten Quartal diesen Jahres schon oder im zweiten Quartal diesen Jahres jetzt schon wieder anfängt, sagt, das reicht alles nicht, es muss noch mehr, noch schneller,
das, glaube ich, verunsichert die Menschen. Und die große Sorge der Mehrheit der Menschen ist auch, dass man alle Ausgleichssysteme, die Grünen jetzt auch fordern, dass die ja noch nicht da sind und wir auch gar nicht die Voraussetzungen dafür haben. Ja, wie soll denn das ausgezahlt werden, das Klimageld? Wie soll es berechnet werden? Die große Sorge ist, dass das nicht passgenau funktioniert. Wir verschließen uns dem nicht. Gerne können wir darüber reden, aber es ist eine Planbarkeit für alle Beteiligten wichtig. Und deswegen CO2-Preis so, wie er ist, richtig. Und ab 2000, also ab Mitte der 20er Jahre wird es ja auch so sein, dass sich dieser Preis am Markt bildet und dass es dann übergeht. Ist ja auch die FDP-Forderung, das eigentlich jetzt schon gleich so zu machen. Deswegen glaube ich, ist es wichtig und haben wir alle, sollten alle ein Interesse daran haben, dass diese Instrumente jetzt nicht zerredet werden. Das sage ich gar nicht in eine Richtung, sondern das meine ich ganz grundsätzlich. Kann ich dazu was sagen? Genau, ich wollte Sie jetzt fragen, auch wie kann denn so ein schnellerer CO2-Preis, 60 Euro schon 2023, fordern die Grünen, wie kann das vermittelt werden, gerade in Wahlkampfzeiten? Naja, also erstens mal, es ist ja schön, dass alle abstrakt über Ziele reden oder auch Frau Schulze dann das Verfassungsgerichtsurteil so euphorisch begrüßt. Und wenn es dann einmal sozusagen zum ersten Schwur kommt und eines der Klimaschutzinstrumente in der Diskussion ist, schlagen sich alle in die Büsche. Also das ist ja an Heuchelei wirklich kaum zu überbieten, was hier stattfindet. Timon Gremmels, wenn du sagst, das Instrument soll nicht schlecht geredet werden, dann frage ich mich, was die Äußerung von Olaf Scholz in dieser ganzen Diskussion gesollt hat, der ja so an Seite mit Andreas Scheuer sich mittlerweile sieht. Der CO2-Preis ist ein Klimaschutzinstrument von mehreren. Wir Grüne haben immer gesagt, wir sind für den Instrumentenmix, im Gegensatz übrigens zu FDP und Union, die weiter keine Instrumente haben. Aber es ist relevant und wichtig, dass fossile Energien dass diejenigen, die Klimaschutz machen, nicht bestraft werden. Und wenn wir auf der einen Seite weiter 57 Milliarden Euro in fossile Subventionen geben und auf der anderen Seite Investitionen in Klimaschutz fördern, hebt sich das auf und dann erreichen wir gar nichts. Deswegen, jeder vernünftig denkende Mensch weiß, dass es einen CO2-Preis braucht, um hier einfach diese Wettbewerbsgleichheit überhaupt herzustellen für Klimaschutz. Und die meisten, vielleicht außer der Linken, haben dieses Instrument teilweise mit beschlossen oder sehen es als relevant und wichtig an. Aber wenn es jetzt konkret an die Umsetzung geht, ja, nimmt man die alten Werkzeuge aus der Kiste und sagt Klimaschutz in Form des CO2-Preises, aber das wird ja dann promoted, dass Klimaschutz allgemein sozial ungerecht sei. Und das ist genau das, was uns allen am Ende des Tages nicht hilft. Allen, die am ernsthaften Klimaschutz interessiert sind, wenn man sagt, Leute, es kommt jetzt hier eine Änderung in euer Leben und das ist grundsätzlich per se sozial ungerecht. Und der größte Witz ist ja noch, wenn die Leute das sagen, das ist jetzt wiederum nicht Timon Gremmels, aber ja durchaus die Union, die heute nicht da ist, die Leute, die einen sozialen Ausgleich seit Einführung dieses Instruments verhindern, dann sozusagen Krokodilstränen vergießen, dass es nicht sozial ausgewogen sei. Also da geht mir echt die Hutschnur hoch. Und der nächste Punkt ist ja, wer ist denn zuständig die letzten Jahre, dass die Menschen so aufs Auto angewiesen sind auf dem Land? Das sind doch nicht wir Grüne, wir regieren seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren nicht mehr. Ich kann es mittlerweile gar nicht mehr zählen. Die SPD hat diesen Straßenbauwahn mitgemacht. Wir hatten eine Aktuelle Stunde im Bundestag, kann ich ja sagen, damals zum Dannenröder Wald. Und da hat die GroKo gesagt, sogar jemand von der SPD, neue Straßen helfen dem Klimaschutz. Jeder hat dann ein Straßenbauprojekt aus seinem Wahlkreis gebracht, und zwar von beiden großen Fraktionen, das unbedingt noch umgesetzt werden muss unter Andi Scheuer, damit man dort einen Band durchschneiden kann. Das ist doch nicht die Politik pro Mobilität oder pro ÖPNV. Ihr habt alle für Zersiedelung gesorgt, für Individualverkehr. Und jetzt kommen die großen Krokodilstränen, die Leute sind aufs Auto angewiesen. Wir haben die Mehrwertsteuer. Wir haben die Alternative seit Jahren jetzt? Vorangetrieben. Ja. Wir müssen mal jetzt, wie machen wir denn das jetzt mit Zwischenreden? Das ist eine ganz, ganz große Heuchelei. Und das ist der Lackmustest, ja, ob die anderen Parteien es ernst meinen mit dem Klimaschutz. Bis jetzt sehe ich davon nichts. Ich würde sagen, jetzt gehen wir dann mal, genau, Herr Beutin und dann Herr Köhler. Und dann kann Herr Gremmels gerne da einsteigen. Also ich glaube, Lisa, wenn du hier von Heuchelei redest, dann zeigt das schon eine gewisse Abgehobenheit auch in der gesamten Diskussion, die hier geführt wird. Wir haben von Anfang an diesen CO2-Preis, wie er von SPD und Union gemacht wird, kritisiert, und zwar aus zwei Gründen. Also erstens, in der Höhe in den Bereichen Verkehr und Wärme wissen wir alle aus Studien, wäre da eigentlich notwendig ein CO2-Preis um die Höhe 180 oder 190.
Das ist aktuell nicht möglich, ohne einen wirklichen strukturellen Bruch in unserer Gesellschaft zu provozieren. Das heißt, an dieser Stelle sagen wir brauchen entschiedene Maßnahmen und haben ein ganzes Maßnahmenbündel vorgelegt, von einem Plan, was energetische Sanierung angeht, PV-Pflicht für den Verbrennungsmotor, Abbau sämtlicher fossiler Subventionen beispielsweise. Aber das Problem an diesem CO2-Preis ist, dass die Leute nicht mehr glauben, dass das irgendwie sozial gerecht sein kann. Und so haben wir es auch erlebt, dass die Grünen ja nicht vorgeschlagen haben, einen CO2-Preis zu machen, der irgendwie sozial gerecht wäre, sondern das Angebot ging konkret an die Union, diesen aktuellen sozial ungerechten CO2-Preis zu erhöhen. Und das ist genau das Problem, wo dann eben auch ein Stück Heuchelei ins Spiel kommt, wenn gesagt wird, okay, wir machen mit der Union eine Erhöhung dieses CO2-Preises und den halten wir eben fatal. Und zwar will ich das einfach an zwei Punkten da nochmal deutlich machen. Erstens über die Pendlerpauschale. Bei der Pendlerpauschale wissen wir, dass sie ein sozial ungerechtes Instrument ist, weil die kleinen Einkommen entweder gar keine Steuer bezahlen oder eine geringe Steuer zahlen. Das heißt, über die Pendlerpauschale werden die entlastet, die ein richtig gutes Einkommen haben, die werden am stärksten entlastet. Das ist ein Problem mit der Pendlerpauschale. Und im Bereich des Wohnens ist es ebenso, dass dort gerade Mieterinnen stärker belastet werden, die aber nicht entscheiden können, wie sie irgendwie eine neue Heizung oder so etwas einbauen. Und das in der Zeit, wo wir durch die Corona-Krise noch eine extra Belastung haben. Und auf der anderen Seite hat die Große Koalition Kompensationen beschlossen für energieintensive Unternehmen, beispielsweise für Kokereien, aber auch für Wiederaufbereitungsanlagen, für Kernkraft, auch für die Mineralölwirtschaft, für die Förderung von Erdöl. Das heißt, für die gesamten Bereiche, die eigentlich die höchsten Verursacher im CO2-Bereich sind. Und da liegt dann das Problem, wenn Verbraucherinnen einseitig belastet werden und sozial ungerecht belastet werden und Unternehmen entlastet werden. Und das ist das Problem, wo wir Klimaschutz, wo wir Akzeptanz für Klimaschutz verspielen, wenn wir Klimaschutz machen, der sozial ungerecht ist. Und deswegen sagen wir, wir müssen jetzt die Maßnahmen ergreifen, die auf der Hand liegen, die jetzt ergriffen werden müssen. Und wir dürfen nicht weiter eine Verunsicherung da hineinbringen und einen sozial ungerechten Klimaschutz machen. Das wird schiefgehen. Gehört dazu dann auch, da steht in Ihrem Wahlprogramm die Forderung nach der Entmachtung der Energiekonzerne. Ja, das ist einer der Bestandteile. Das haben wir in der letzten Sitzungswoche in die Diskussion gebracht. Das ist haben wir deutlich gemacht, anhand der Übertragungsnetzbetreiber, die de facto ja Monopole sind mit einem garantierten Gewinn. Und wir sagen, gerade für einen notwendigen Netzausbau brauchen wir eine demokratische Kontrolle. Und das ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und wir müssen uns wieder darum kümmern, dass die Gesellschaft tatsächlich, was die zentralen Pfeiler der öffentlichen Daseinsvorsorge sind, in die Hand bekommt. Es geht aber nicht um Bürgerinnenenergie oder kleine Projekte. Es geht wirklich um diese Big-Player-Sachen. Also sowas wie RWE oder sowas? Wer würde dann auch darunter fallen? Oder? Na, RWE muss man sich auch Perspektive angucken, wie das da weitergeht. Es geht ja natürlich auch nicht, dass wir die Verluste von RWE, die jetzt anstehen, sozialisieren. Das kann es auch nicht sein. Also wir haben gesagt, zentral Übertragungsnetzbetreiber. Und wenn ich da nach Dänemark bei mir in den Norden gucke, ist, warum hat denn das mit der Wärmewende in Dänemark so gut geklappt? Ein zentrales Element ist, dass die Netze in kommunaler Hand, in genossenschaftlichem Betrieb sind und dass mit den Erlösen dort keine Gewinne gemacht werden dürfen. Es gibt ein Gesetz in Dänemark, dass die Verbraucherinnen nur die tatsächlichen Gestehungskosten bezahlen dürfen. Und das hat funktioniert in Dänemark tatsächlich. Und der Botschafter hat mir da ja mal gesagt, es ist eine nette Mischung aus Sozialismus und Kapitalismus in Dänemark, die sie dort versucht haben. Und gerade im Wärmebereich funktioniert es da hervorragend. Herr Köhler, auch Herr Lindner hat schon vorgerechnet, dass 60 Euro CO2-Preis pro Tonne zu hoch wären aus seiner Sicht. Was ist die Alternative der FDP? Er hat vor allem vorgerechnet, dass sie, wenn sie nicht klar mit einer Überprüfbarkeit von Maßnahmen und Zielen hochgerechnet sind, dass das dann zu einem Problem wird. Ich habe das einmal in einem Video nochmal sehr deutlich gemacht und wir haben es auf dem Parteitag ja auch nochmal deutlich gemacht. Auch mit unserem Modell steigt der Preis, aber das folgt nicht wie bei einer CO2-Steuer sonst dem Prinzip Hoffnung. Also ich setze mal einen Preis fest und dann spiele ich daran rum, dann fluktuiert der so ein bisschen und dann hoffe ich, dass da was passiert. Sondern was wir vorschlagen, ist ja
ein CO2-Limit einzuführen. Einfach mal zu sagen, okay, wir sagen, so und so viel CO2 darf noch ausgestoßen werden, bis eben netto null 2050, das sinkt jährlich ab. Und die Menge, die da drunter noch übrig bleibt, alles darüber verbieten wir einen Ausstoß, aber das, was darunter übrig bleibt, das verteilen wir über den Emissionshandel. Das funktioniert ja im Moment perfekt im Energie- und Industriebereich. Da erreichen wir die Ziele, die wir uns gesetzt haben, ja mehr als. Also wir sind in Europa, glaube ich, bei 27% Reduktion und hatten das Ziel von 23% an Mengenreduktion gesetzt. Und das funktioniert. Das funktioniert exakt so, wie wir das haben wollen. Auch in Deutschland sieht man das sehr, sehr deutlich. Und wir würden vorschlagen, wir nehmen ein jetzt schon funktionierendes Instrument und übertragen das auf die anderen Bereiche, nämlich auf die Bereiche Verkehr und Wärme. Und dann kann es durchaus sein, dass dabei der CO2-Preis steigt. Ja? Es kann auch sein, dass der fällt, wenn genügend Innovationen im Markt sind, wenn wir genügend Möglichkeiten, Alternativen geschaffen worden, Timon Gremmels sprach es ja eben an, sagen, wir können nicht einfach nur einen CO2-Preis auflegen und dann gar nichts mehr machen, die Hände in den Schoß legen, das wäre völlig unseriös, das könnte man auch nicht fordern. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass dieser CO2-Preis so niedrig wie möglich bleibt. Und einen Punkt würde ich schon noch gerne mal in die Debatte um eine CO2-Bepreisung einführen. Auch die Linke fordert ja einen CO2-Preis, sogar einen sehr, sehr hohen. Der ist nur völlig intransparent. Jede ordnungsrechtliche Maßnahme hat immer Kosten. Wenn ich ein Verbrennungsverbot, Verbrennungsmotorverbot einführe oder eine Flottengrenzwerte, dann sind das ja immer noch Kosten, die auf einen CO2-Preis draufkommen. Und wenn ich jetzt sowas wie einen gut klingenden Instrumentenmix mache oder sage, ich nehme nur Ordnungsrecht, dann sind große Kostenblöcke, völlig intransparente Kosten, die der Staat gar nicht zur Verfügung hat. Der kann die nicht rückverteilen, der kann damit gar nichts machen. Die sind nämlich einfach nur übertragen worden durchs Ordnungsrecht auf den Produzenten und der gibt die weiter an Verbraucherinnen und Verbraucher. Und dann hat man am Ende weder Staatseinnahmen, die man rückverteilen kann, ich schlage das gleich vor, wie wir das machen würden, noch weiß man eigentlich, wie hoch der Preis war, was das natürlich ganz angenehm ist, insbesondere für die Linken, die müssen den Kokereien nicht erzählen, oder den Druckereien, ihren ehemaligen Wählern, nicht erzählen, warum die jetzt auf einmal ihre Betriebe abgewandert sind, weil das BEAG keinen anderen anständigen Carbon-Leakage-Schutz hat. Das ist so die einzige nette Möglichkeit dahinter, aber ich glaube nicht, dass das Ziel von Klimapolitik ist. Wir müssen natürlich einen CO2-Preis sozial ausgleichen. Wir müssen dringend unser gesamtes Energiebesteuerungssystem, und zwar sowohl auf der Stromseite als auch auf der Kraftfahrzeugseite anpassen. Und deswegen ist es ja auch völlig richtig, dass man da mit Preisen runtergeht. Ja, der CO2-Teil der Ökosteuer muss weg, die Stromsteuer muss weg oder aufs europäische Mindestmaß abgesenkt werden. Das EEG muss abgeschafft werden bzw. auslaufen lassen, weil es ein altes Instrument ist. Das bringt uns nicht mehr in die Zukunft, aber die Kosten dafür müssen übernommen werden. Und das Geld, was am Ende übrig bleibt, wenn wir das alles gemacht haben, das müssen wir per Klimadividende an die Bürgerinnen und Bürger zurückverteilen, damit die Leute ein klares, das ist ja auch wissenschaftlich vorgeschrieben, sozial gerechtes Modell haben, wo sie Geld zurückbekommen. Das ist auch dann das Gleiche eigentlich wie das Energiegeld bei den Grünen, oder? Oder wo ist da der Unterschied? Und das Energiegeld bei den Grünen kenne ich jetzt noch nicht genau. Das ist ja, glaube ich, erst am Wochenende beschlossen worden. Ich habe jetzt noch nicht das Wahlprogramm in seiner beschlossenen Form gesehen, aber ich glaube, dass die Grünen das so ähnlich machen wollen. Wir freuen uns immer, wenn wir das wäre eine. Aber die beste und schnellste Entlastung der Bürgerinnen und Bürger ist die Abschaffung der EEG-Umlage, nicht des EEGs, ja, um es mal deutlich zu sagen, der Umlage, das muss steuerfinanziert geschehen und das dafür wollen wir die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung nutzen. Ich möchte nochmal Richtung Lisa, ich verstehe, dass du da vielleicht emotional argumentierst, aber wir sollten da schon redlich bleiben. Ich halte euch ja auch nicht vor, Tarek Al-Wazir, der als hessischer Verkehrsminister und Energieminister sozusagen maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass in Hessen ein Terminal 3 gebaut wird am Frankfurter Flughafen. Ja, wir können uns auf dieses Niveau, aber ich glaube, das ist nicht das Niveau der Auseinandersetzung, was wir hier führen sollten. Ich halte den CO2-Bepreisung auch für ein wichtiges und richtiges System. Was ich nur nicht verstehe, das war mein Punkt, dass ihr als Grüne, ja, wir hatten damals 10 Euro Start gefordert, dann gab es ja den Vermittlungsausschuss, da haben wir uns auf die 25 geeinigt, das ist jetzt zum 1.1. diesen Jahres in Kraft getreten, es läuft an, wir haben noch ein Riesenproblem, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, dass Mieter das jetzt künftig komplett zahlen müssen. Wir hätten uns vorstellen können, eine Regelung, dass der Vermieter das trägt, weil er die Investitionserscheinung hat oder zumindest eine 50-50-Regelung. Das ist eine Union gescheitert, ne? Das muss man dann der Fairness halt sagen. Das hätte ich jetzt gesagt, ja, danke, genau. Wenn Sie das übernehmen. Das ist an den Lobbyinteressen der Union gescheitert. So, das ist aus meiner Sicht das, was man tun kann. Und was das Einzige, was ich bei den Grünen jetzt sozusagen nicht verstehe, ist, dass diesen
Weg, den wir gemeinschaftlich Große Koalition plus Grüne im Vermittlungsausschuss gegangen sind, dass sozusagen jetzt keine 4 Monate später sozusagen gesagt, wir brauchen mehr, schneller, das halte ich für schwierig, weil ich befürchte, dass wir die Akzeptanz auch der Menschen verlieren. So. Und deswegen, so hat auch Olaf Scholz argumentiert, wir kennen ja unsere eigenen Beschlüsse. Wir haben ja nicht gesagt, dass wir die CO2-Bepreisung und den Pfad, den wir eingeschlagen haben, dass wir den für falsch halten, dass wir das nicht mehr wollen, sondern wir haben gesagt, wir verhalten uns an das, was wir gemeinschaftlich vereinbart haben, weil das eine Planungssicherheit für alle Beteiligten ist. Das nochmal dazu. Also unsere Forderung wäre, den sozialen Ausgleich jetzt im nächsten Schritt die EEG-Umlage komplett abzuschaffen, das haushaltsfinanziert zu machen. Das ist, glaube ich, sehr sozial gerecht und kommt auch bei den Menschen direkt dann im Portemonnaie. EEG-Umlage abschaffen ist die eine Möglichkeit, Energiegeld eventuell die andere. Frau Badum, wie soll ein Energiegeld technisch funktionieren? Wie kann es ausgezahlt werden beispielsweise? Ja, also wir haben ja in anderen Ländern in der Schweiz gesehen, dass zum Beispiel über die Krankenkasse möglich ist. Ginge theoretisch auch in Deutschland. 90% aller Menschen sind bei den gesetzlichen. Die privaten könnte man auch verpflichten, die Daten rauszugeben. Es könnte auch über die Steuer-ID gehen. Da gibt es ein Gutachten vom Wissenschaftsdienst des Bundestages. Aber letztendlich glaube ich, unsere Verwaltung ist schlau genug, auch sowas zu schaffen, jeder Person Geld auszuzahlen. Ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Das ist aber ein weiteres vorgeschobenes Argument, was teilweise in der Diskussion kommt. Also ich möchte nochmal sagen, dass wir das Konzept hatten, von Anfang an 100% des Geldes an die Bürgerinnen und Bürger zurückzugeben. Und zwar als der CO2-Preis in dem Jahr, als er eingeführt wurde. Das ist wirklich absolut nichts Neues. Und zwar nicht wie Olaf Scholz mit der Pendlerpauschale, wo dann Leute begünstigt werden, die eben ein höheres Einkommen haben, mehr von der Steuer dann entsprechend absetzen können, sondern bei uns geht es eigentlich pro Kopf und da kommt es nicht aufs Einkommen an. Deswegen ist es auf jeden Fall die sozialste Lösung. Ich finde es einfach interessant, dass hier gesagt wird, es darf die Akzeptanz für ein Instrument nicht verspielt werden. Aber genau das wurde in der Diskussion gemacht. Ich verstehe, dass man ein bisschen verzweifelt sich im Wahlkampf auch an Strohhalme klammert von eurer Seite aus. Aber es von the long run schadet es uns allen klimaschutzpolitisch, weil eben hier Angst vor den Bürgerinnen und Bürgern geschürt wird. Und leider nicht, weil man diese Sorgen ernst nimmt, sondern weil man das als Wahlkampfmanöver nutzt. Weil wenn man die Sorgen ernst nimmt, würde man Lösungen aufzeigen. Dann würde man darüber sprechen, wie und was soll vielleicht rückerstattet werden und es nicht so polemisch angehen. Und zu sagen, die Höhe, die wir selber beschlossen haben, die ist quasi in 2 Jahren, können wir die super kommunizieren, aber jetzt ist es sozusagen das Teufelszeug. Wie wollt ihr den Leuten das kommunizieren? Also das ist ja völlig inkonsistent, die ganze Thematik. Und was mich am meisten daran ärgert, ist, dass man ein Instrument rausgreift und das nochmal an die Adresse auch der Linken. Entschuldigung, das war doch eure Spitzenkandidatin, die bei der Bild-Zeitung das Thema aufgemacht hat. Ihr habt das doch ausgegriffen. Moment, also, bitte ausreden lassen. Nein, es wurde hier in der Diskussion aufgebracht und wir wissen alle, dass reiche Menschen in diesem Land proportional viel mehr CO2 emittieren als ärmere Menschen. So. Und wer sagt, dieser Zustand ist gerecht und soll nicht bepreist werden, der ist einfach unsozial. Und warum bekommt diese Thematik nicht von euch in der Argumentation? Von der FDP erwarte ich sowas überhaupt nicht. Aber wer wirklich für soziale Gerechtigkeit ist, müsste sowas erwähnen. Und sowas, und das ist mein letzter Satz, indem man sich auf dieses eine Instrument einschießt und das irgendwie da instrumentalisiert, geht man nämlich auch Leuten wie der Klimaschmutzlobby, wie der INSM auf den Leim, gewollt oder nicht gewollt, das weiß ich nicht, nach dem Motto, wir benutzen hier eine kleine Änderung, ziehen ein kleines Thema hoch, um die großen Änderungen zu verhindern, nämlich dass unsere Industrie in die Pflicht genommen wird und macht den Leuten weiß, es geht um Flüge und es geht um Benzin. Nein, es geht um die Transformation unserer Wirtschaft. Es gibt starke Kräfte, die nicht wollen. Und denen spielen die in die Hände. Weil die Beispiele also Herr Beutin hat sich schon sehr lange gemeldet, ja. Der Fairness halber. Genau, vielleicht abschließend, da wir ja noch zu einem anderen Thema kommen wollen. Ja, vielleicht einfach nochmal auf zwei Punkte eingehen. Also ich meine, das Konzept mit CO2-Preis und Energiegeld ist ja tatsächlich etwas, über das man diskutieren kann. Wir haben in unserem Aktionsplan Klimagerechtigkeit des Öko-Bonus genannt, haben aber gesagt, zum derzeitigen Zeitpunkt sehen wir es nicht als gegeben im Verkehrs- und Wärmebereich an. Aber das Problem, das wir hatten, ist, dass Annalena Baerbock der CDU
der Union das Angebot gemacht hat, den aktuellen CO2-Preis zu erhöhen. Und da war keine Rede von sozialem Ausgleich, da war keine Rede von einem Energiegeld. Also das muss man mit dazu sagen. Und wer glaubt, dass mit dieser Union ein sozial gerechter Klimaschutz zu machen ist, der gibt sich einfach eine Illusion hin. Sozial gerechter Klimaschutz wird jenseits der Union nur möglich sein. Das, was notwendig ist im Klimaschutz, wird jenseits der Union möglich sein. Das sieht man allein an dem, wie eben das Wirtschaftsministerium um Herrn Altmaier, aber auch Herrn Bares weiterhin bremst in vielen Fragen. Und wenn man in die Bundesländer reinguckt, das heißt, darauf muss doch die Angriffslinie gerichtet sein. Und es kann doch nicht angehen, dass man der Union dann ein Angebot macht, wir erhöhen jetzt euren CO2-Preis, der hinten und vorne nicht funktioniert, sondern es muss doch darauf darum gehen, dass man Politikkonzepte auf den Tisch packt, wie es jetzt gehen kann. Und da ist es klar, dass es klare Maßnahmen braucht. Und da ist häufig der CO2-Preis für diejenigen, die klaren Maßnahmen nicht wollen, nur eine Ausrede. Das gilt nicht für die Grünen, aber das gilt für viele andere, die über den CO2-Preis reden. Die reden darüber, weil sie eben nicht über die anderen notwendigen Maßnahmen reden wollen. Und das müssen wir verhindern. Klare Maßnahmen braucht es auch oft, beim Ausbau der Erneuerbaren. Vielleicht gehen wir noch ganz kurz auf das Thema ein. Genau. Der Zeit. Wir können damit auch schon so ein bisschen überleiten, auch schon in den Bereich Zuschauerfragen, weil da kamen in der Tat einige Fragen zu. Und ich kann da auch noch mal auf unsere Energate-Umfrage von vergangener Woche verweisen, denn da war auch sozusagen, wurde gefragt nach den vordringlichen Aufgaben für die kommende Legislaturperiode und das Thema Erneuerbaren Ausbau. Stand da ganz vorne bei allen auf der Liste. Wenn man jetzt auch über die Klimaschutzziele redet, über Kohleausstieg, über all das, das hängt ja alles am erneuerbaren Ausbau. Und man kann ja auch in die Wahlprogramme gucken. Bei den Grünen sieht man eine deutliche Steigerung zum Beispiel beim Wind. Ich habe mal nachgeguckt, 5 bis 6 GW pro Jahr wird da gefordert. Zuletzt waren es 1430. Also alle Parteien müssen ja die Frage beantworten, wie wollen sie es denn in so kurzer Zeit schaffen? Denn auch in grün regierten Bundesländern, das wissen Sie ja, Frau Badum, auch in Baden-Württemberg war das jetzt nicht so super mit der Windenergie. Also wie schafft man es denn, diesen Knoten zu lösen? Denn sonst kann man über Kohleausstieg reden, aber dann wird die Bundesnetzagentur immer sagen, wenn es die Versorgungssicherheit nicht gewährleistet ist, dann schalten wir auch kein Kohlekraftwerk ab. Also vielleicht fangen wir bei Ihnen an, Frau Badum. Wie wollen Sie denn diesen Knoten durchbrechen, damit es tatsächlich mehr erneuerbaren Ausbau gibt, den ja auch die Industrie fordert, also den alle fordern? Ja, ich glaube, das bewegt uns hier alle. Und ich denke, wir müssen da vom Bund aus einfach viel mehr vorgeben, gerade was die Windenergie angeht. Wir wollen Windenergie an Land gesetzt. Wir wollen, dass 2% der Bundesfläche einfach dafür auch reserviert sind. Es kann ja auch gerne von den Ländern dann vor Ort bestimmt werden, wie das funktioniert. Allerdings nicht wie jetzt mit Bayern mit einer Abstandsregel, die ja leider auf Bundesebene auch nochmal bestätigt wurde im Klimapaket. Sondern jeder muss sich dann eben überlegen, wie diese Fläche dann bereitgestellt wird. Wir wollen auch in den Ländern mehr mit Agentur für Erneuerbaren, also ja, Ausbauagenturen, sage ich mal, unterstützen. Beim Thema Artenschutz brauchen wir eine bundeseinheitliche Regelung. Und da ist eben die Frage, es ist besser, mehr auf Populationsschutz statt auf ja, einzelnes Tierschutz zu gehen. Sie wissen, was ich meine. Mhm. Wir haben viele, viele weitere Hindernisse beim Ausbau der Windenergie, wie die Drehfunkfeuer, wo wir wahnsinnige Flächen gewinnen könnten, wenn da was passieren würde. Ich habe gelesen, es hat sich sogar was getan seitens des Wirtschaftsministeriums, aber jetzt blockiert die Flugsicherung und sagt, sie will trotzdem jede einzelne Anlage prüfen, obwohl sie ihr System erneuert hat. Und in dem Schneckentempo kommen wir natürlich nicht voran. Also da müssen dann die anderen Akteure die Flugsicherung halt dann auch kooperativ sein. Aber bei der Windenergie ist einfach die Summe der Hindernisse, die Kumulation das Problem. Und wir müssen die nach und nach alle aus dem Weg räumen. Auch das Ausschreibungsdesign. Jetzt sind die 20% Südquote mit drin. Ich habe da am Anfang der Legislatur einen Antrag dazu gestellt. Freue mich sehr, dass es aufgenommen wurde. Weiß nicht, ob Herr Altmaier direkt meinen Antrag gesehen hat oder wie es aufgenommen wurde, aber es freut mich in jedem Fall. Und wir südlichen Länder möchten auch mehr beitragen, kann aber, wie gesagt, wir haben in Teilen absurde Abstandsregelung. Wir haben in anderen Teilen das Problem, dass einfach wirtschaftlich die Südstandorte es schwierig haben in der Ausschreibung, trotz des Referenzertragsmodells. Und deswegen muss es einfach diese Quote geben, weil wir werden diese Energiewende nur mit ganz Deutschland schaffen. Und das ist ja das Gleiche mit dem Thema Netzausbau. Wir haben ja auch ein Strommarktdesignpapier vorgelegt, das vielleicht noch dazu, das sage ich noch ganz kurz was zu Solar. Wir haben auch ein Strommarktdesignpapier vorgelegt, wo wir ganz deutlich sagen,
wenn bestimmte Bereiche in Deutschland es nicht schaffen, hier aufzuschließen. Und das sage ich als jemand aus Franken und aus Bayern, muss man da auch über höhere Netzentgelte nachdenken. Wir müssen einfach hier auch Druck machen, weil wir werden es nur mit allen Flächenländern zusammen schaffen. Mit allen, ja, ob grün regiert oder nicht grün regiert, sonst kriegen wir diese Energiewende nicht hin. Und deswegen Windenergie an Land gesetzt, dass wir diese Kraftanstrengung, es ist nicht ein Unterthema unter vielen, sondern es ist der Baustein der Energiewende. Und der zweite, letzte Punkt, kurz zu Solar, genau. Würde mich interessieren, ob jetzt in dem Klimapaket der Bundesregierung die Solarpflicht drin stehen bleibt. Das würde ich begrüßen. Und in welchen, ob es Gewerbe oder private Dächer und wie ihr euch das genau vorstellt. Das wäre jetzt ein Punkt gewesen, den ich auch noch gelobt hätte, wenn das zum Ende der Legislatur kommt. Das steht mit Sicherheit auch in unserem Wahlprogramm. Genau, Herr Gremmelt, stand ja jetzt letzte Woche noch drin. Wie ist da die aktuelle Lage bei der Solarpflicht? Ja, also entscheidend ist, was im Gesetz steht und nicht in irgendwelchen anderen Papieren. Also an uns wird das nicht scheitern. Wir sind auf jeden Fall für eine Solarpflicht für Nicht-Wohngebäude, weil die Flächenverfügbarkeit immens ist. Man guckt die Logistiker und alle, die dann Flächenversiegelung im großen Ausmaß haben, aber keine sinnvolle Zweitnutzung. Deswegen brauchen wir ganz klar eine Solarpflicht für Nicht-Wohngebäude, aber auch perspektivisch mit Anreizprogrammen aufzugucken, dass man solarintegriertes Bauen auch auf den Weg bringt, weil Photovoltaik ist absolut preiswert geworden, ist absolut wettbewerbsfähig geworden. Das ist der Gamechanger auch bei der Energiewende. Wir haben jetzt auch ganz innovative neue Ansätze mit Agri-PV, Floating-PV, wo man sozusagen in Einklang mit landwirtschaftlichen Nutzung von Flächen Photovoltaik installieren kann, auf großen Tagebauseen, ohne dass die Wasserqualität darunter zu leiden hat, Photovoltaik installieren kann. Das ist aus meiner Sicht eine der ganz großen Zukunftsthemen. Das wird Sie vielleicht überraschen, ich würde Lisa in allen Punkten recht geben, würde mich aber auch freuen, wenn in Baden-Württemberg Energie- und Klimafragen nicht unter einem Haushaltsvorbehalt stehen, da wo die Grünen mitregieren, das macht es schwierig. Wir müssen insbesondere gucken, dass wir das Repowering von Anlagen hinbekommen, ohne dass wir neu von vorne anfangen müssen, mit allen Umwelt- und Naturschutzauflagen das abzuprüfen. Drehfunkfeuer, ja, wir brauchen diesen internationalen Standard von 10 Kilometer statt 15 Kilometer allein. Diese 5 Kilometer würden uns schon richtig, richtig, richtig weit helfen. Und wir müssen gucken, dass wir naturschutzrechtliche Dinge hinkriegen. Aber das ist so, selbst in einem Umweltministerium, egal welche Abteilung Sie fragen, gibt es unterschiedliche Auffassungen. Das sehen wir auch in Hessen, auch wo es eine grüne Umweltministerin gibt und einen grünen Wirtschaftsminister, dass es da natürlich auch Konflikte gibt, die da sind. Aber das hilft nicht weiter, weil ich glaube, dass wir Energiewende nur hinbekommen, wenn wir alle Formen der erneuerbaren Energien mit ihren spezifischen Vor- und Nachteilen nutzen und gemeinsam denken können. Und wenn ich dann oftmals höre, wir bräuchten das ja alles gar nicht, weil wir könnten ja jetzt auf Wasserstoff setzen, sage ich, ja, Wasserstoff ist ein wichtiger Baustein. Dafür sollte er grün sein. Und wir müssen auch genau gucken, wofür wir ihn am Ende des Tages verbrauchen und nutzen. Ich würde aber erstmal sagen, die erneuerbaren Energien, die wir haben und produzieren, sollten wir erstmal direkt nutzen, bevor wir sie mit Wirkungsgradverlusten in Wasserstoff umwandeln. Aber da in Richtung Union nochmal der Tipp und der Hinweis, Wasserstoff ist ein Speichermedium und keine Form der erneuerbaren Energiequelle, auch grüner nicht, weil der muss erstmal hergestellt werden. Und deswegen brauchen wir einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien. Für Wind haben Sie es ja gerade schon gesagt. Ich will es nochmal für Photovoltaik sagen. Da könnte ich mir einen jährlichen Zubau von 12 bis 15 Gigawatt vorstellen. Die Akzeptanz ist da. Die Flächen sind da und das lässt sich relativ schnell umsetzen. Dann vielleicht nur kurz, Herr Gremmelt muss uns nämlich pünktlich verlassen. Es kam die Frage, weil das jetzt schon Wasserstoff angesprochen wurde, aus dem Chat, wie jetzt in dem Fall Sie zum Thema Wasserstofferzeugung aus Offshore-Wind stehen, also Direkterzeugung. Ja, haben wir. Gibt's ein Modellprojekt, was wir mit dem was wir beschlossen haben mit dem Ausbau, mit den Ausbauzielen der Wasser, von Windkraft auf See. Gibt es Modelle, wo direkt auf See die Windkraftanlage dort vor Ort umgeswitcht werden soll und Wasserstoff gar nicht erst an Land, der Strom und dann erst von das direkt auf See? Finde ich spannende Modellprojekte, muss man sich angucken und hinterher auch auswerten. Dann gehen wir bei Herrn Köhler weiter. Nochmal die Frage, wie kriegt man das mit dem erneuerbaren Ausbau hin? Das wollen ja irgendwie alle, aber wie ist da die Vorstellung der FDP? Genau, also
Für uns ist der erneuerbare Ausbau nicht mehr über das EEG zu regeln. Also wir sind nicht der Meinung, dass das EEG noch ein Instrument der Zukunft war. Das war ein gutes Instrument. Das hat dazu geführt, dass man eine Technik, die völlig ineffizient war, bei der alle gesagt haben, oh, das wird niemals funktionieren, die Effizienzverluste sind so hoch, das kann man gar nicht einsetzen, ähnlich wie im Moment bei den E-Fuels, zu einem Markthochlauf verhelfen hat. Man hat dafür gesorgt, dass das ganz massiv viele Skaleneffekte genutzt wurden in einem Land. Ich glaube, wir werden jetzt bei sowas wie Wasserstoff und E-Fuels eine weltweite Trend sehen. Den sehen wir ja jetzt schon auch in der Menge an investiertem Geld in Forschung und Entwicklung, auch in neue Anlagen. Aber wir sehen, dass das EEG kein Instrument der Zukunft mehr ist. Es ist bei einem Marktanteil von jetzt zum Teil sogar bis zu 100% sind wir mit Erneuerbaren in Märkten, wenn sich letztes Jahr den 50-Hertz-Bereich angeguckt haben, das ist kein Instrument, das mehr funktioniert. Ich glaube, wir brauchen eine Revolution des Energiemarktdesigns. Da kommen wir einfach nicht mehr drum herum. Wenn wir in Zukunft, der Kostentreiber in Zukunft werden aus meiner oder unserer Sicht nicht mehr die Gestehungskosten sein, sondern sind die Systemkosten, es sind die Zubaukosten, es sind die Frage der Netzentgelte, es ist die Frage der Geschwindigkeit des Ausbaus und es sind die Investitionskosten. Und daraufhin müssen wir ein Marktdesign setzen, das im Kern eine funktionierende CO2-Bepreisung hat und die aus unserer Sicht über den Emissionshandel am besten geregelt wird. Und darauf aufbauend müssen wir eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen treffen. Das eine ist sicherlich Planfeststellungsverfahren beschleunigen. Im Moment sind wir bei ungefähr 1000 Anlagen in Deutschland, roundabout, die in Planfeststellungsverfahren, in Klageverfahren stecken. Und da müssen wir schneller werden, da müssen wir besser werden, da muss die Zeit reduziert werden, da muss aber auch die Frage sozusagen, an welcher Stelle im Verfahren muss ich ein Gutachten nochmal machen. Die muss aufgemacht werden, das muss diskutiert werden. Es kann nicht sein, dass wir das gleiche Gutachten, nur weil ein Verfahren so lange dauert, mehrfach machen müssen, mal so als Beispiel. Das geht nicht. Und deswegen ist das aus meiner Sicht ein ganz, ganz, ganz klarer, ganz einfacher Faktor, der aber nicht verneinen darf, und ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig, dass wir werden auch weiterhin auf Energieimporte angewiesen sein. Wir müssen uns heute nur überlegen, wie diese Energieimporte funktionieren. Und da müssen wir, und das ist ein Weg, Wasserstoff und seine Substitutionsprodukte, Sie können Wasserstoff zu Ammoniak machen oder zu Methanol und das dann weiter produzieren und das mit reinbringen. Das ist genauso wichtig wie der Zubau. Die letzte Frage ist, glaube ich, die Akzeptanzfrage. Und da unterscheiden sich Solar und Windkraft ganz massiv. Solarenergie sehe ich wenig Probleme. Bei der Windkraftfrage, diese Akzeptanzproblematik zu verneinen, das können wir, glaube ich, nicht tun, weil die Geschwindigkeit, in der wir Zubau Erneuerbarer sehen werden und sehen müssen, der ist gigantisch. Und wenn wir jetzt über Offshore sprechen, Offshore- und Wasserstoffverbindungen, wenn jetzt sogar BASF große und mit einem Konsortium große Projekte auflegt, wo sie eigentlich Flächen nutzen wollen würden, die sie heute schon nutzen können, dann müssen wir das doch erlauben und einfach machen. Aber wenn wir onshore, also auf Land sprechen, da müssen wir in die Kommunen gehen. Da müssen wir vor Ort hingehen, mit den Leuten sprechen. Und da müssen wir dafür sorgen, und deswegen hatte ich das, ist eine schöne Verbindung zum ersten, zum Lob an die SPD, dann ist die Frage, wie verbinden wir zum Beispiel ökonomische Fragen mit den Fragen von Windkraftausbau? Also wie können wir es ermöglichen, dass jemand Geld damit verdient, eine Kommune Geld damit verdient, ganz konkret, dass die Leute sehen, ich habe einen Vorteil daraus, wenn ich mich für den Klimaschutz zum Beispiel durch eine Fläche engagiere. Mhm. Und dann müssen wir die Frage, und da habe ich keine perfekte Lösung drauf, damit muss ich leider enden, dass ich eben keine perfekte Antwort habe, die Frage der Stadt-Land-Problematik klären. Weil das ist nicht nur im erneuerbaren Energienbereich, das ist ja auch im Verkehrsbereich, auch im Wärmebereich, das sind ja alles Fragen, die wir dringend in einem großen gesellschaftlichen Kontext diskutieren und klären müssen. Mhm. Dann darf ich an Herrn Beutin überleiten. Also viele Punkte, die Herr Köhler genannt hat, dem würden Sie wahrscheinlich gar nicht widersprechen. Also die Teilhabe an der Energiewende als eine Möglichkeit, Akzeptanz zu schaffen, das ist ja, glaube ich, bei allen Parteien kompetent. Ich glaube, das ist der zentrale Ankerpunkt. Also gerade Lisa Badum und Timon Gremmels haben eben schon wesentliche Punkte genannt, was die Geschwindigkeit des Ausbaus angeht. Also wir brauchen ja tatsächlich eine Vervier- oder Verfünffachung. Und ich sehe in Schleswig-Holstein das sehr genau, was das mit der Akzeptanz macht. Das heißt, wenn man vors Haus eine Windkraftanlage gestellt bekommt, sozusagen, also vors Haus, gestellt bekommt, die
irgendeinem Aktienunternehmen gehört, irgendeiner Aktiengesellschaft, dann ist das mit der Akzeptanz nicht so schnell herzustellen. Wenn es aber tatsächlich etwas ist, woran Menschen in der Gemeinde direkt beteiligt sind, über Bürgerinnenenergie, über Genossenschaften oder auch eben über eine kommunale Planung, ist das was ganz anderes, weil es da eine Identifikation gibt, weil die Erträge der Gemeinde zugutekommen, weil die Menschen sagen, ey, das ist doch unsere Sache da. Das merkt man in Schleswig-Holstein sehr genau. Also ich meine, wir sind hier nicht umsonst Heimstätte sozusagen der Bürgerinnenenergie und damit auch der Windkraft und des Ausbaus der Erneuerbaren. Das ist schon eine ganz zentrale Frage. Ein zweiter Punkt ist damit zusammenhängend, die Große Koalition hat die Ausnahmen für Bürgerinnenenergiegesellschaften ja gestrichen, auch weil es Missbrauch gegeben hat, aber sie hat nicht für Ersatz gesorgt. Und wir haben einen Antrag eingebracht, auch die De Minimis-Regelung von europäischer Ebene zumindest die zu nutzen. Dazu war die Union jedenfalls nicht bereit. In der SPD habe ich da Zustimmung signalisiert bekommen, aber was hilft's? Die müssen wir ganz dringend einführen. Wir müssen die Bürgerinnenenergie retten. Und zwei Punkte, dann hätte ich vier Punkte, wäre zum einen die PV-Pflicht, die ist auch eben schon genannt worden. Und tatsächlich auf alle Gebäude, wo das technisch möglich ist und von der Ausbeute ökonomisch sinnvoll ist. Und die unsinnigen Abstandsregelungen weg, eine Konzentration auf das Bundesemissionsschutzgesetz da wieder einzuführen. Und da erleben wir es eben, dass in fast allen Bundesländern da Sachen beschlossen werden, die echt fatal sind. Gerade in Thüringen hat die Union auch die aktuelle Landesregierung erpresst, indem sie gesagt hat, wir beschließen den Haushalt nicht, wenn ihr nicht beschließt, dass keine Windkraft in den Wald kommt. Eine Sache, die wir unbedingt zurückholen müssen, beispielsweise in Thüringen, weshalb die Union dort auch wirklich marginalisiert gehört. Und das brauchen wir auf Bundesebene auch. Die Union bremst, wo sie kann. Und wir werden tatsächlich den notwendigen Klimaschutz nur haben, wenn die CDU aus dieser Regierung rausgeht. Dem würde Herr jetzt wahrscheinlich zustimmen. Der musste jetzt schon zur nächsten Diskussion gehen, deswegen hat er sich schon verabschiedet. Frau Badum hatte sich gemeldet. Ich würde jetzt dann auch sagen, jetzt haben wir 16.02 Uhr. Nutzen Sie gerne die Gelegenheit und dann auch noch Herr Köhler und Herr Beutin natürlich, wenn Sie mögen, zu so einem kurzen Abschlussstatement in Ihrer Antwort, damit wir dann auch sozusagen den Zeitplan einhalten und Sie weiter Wahlkampf machen können alle. Gern, vielen Dank, Herr Wiedemann. Also ich wollte noch einen Satz gern zur FDP sagen, weil ich habe jetzt keinen einzigen konkreten Vorschlag gehört, wie wir die Energiewende voranbringen können. Die Kommunen profitieren übrigens auch schon durch die Gewerbesteuer. Also es stimmt nicht, dass da noch gar nichts hängen bleibt. Deswegen außer dem Emissionshandelssystem weiß ich nicht, wie ihr die Energiewende voranbringen wollt, gerade auch für die kleineren Akteure, die Göste angesprochen hat. Sag mir bitte mal ein konkretes Instrument. Der ETS, weil das hier auch wieder verbreitet wurde, dieser Mythos ist gerade im Industriebereich leider nicht so effizient. Von 2005 bis 2018 wurde durchschnittlich nur 1% reduziert und gerade die deutsche Industrie ist massiv unter ihren Möglichkeiten geblieben. Wo wir Erfolge haben, Emissionshandel, das ist im Bereich Energiewirtschaft, weil Kohle ersetzt werden konnte durch Erneuerbare, teilweise durch Gas, aber durch Erneuerbare, weil wir erfolgreiche Mechanismen haben, wie das EEG, die Erneuerbare fördern. Deswegen sehe ich mit der FDP einfach einen Kompass Richtung nirgendwo und ich sehe nicht, wie wir diese schnellen Ausbaumengen bekommen. Also ich plädiere wirklich dafür, dass wir diese Energiewende jetzt konkret in die Hand nehmen. Herr Köhler, jetzt haben Sie Input bekommen. Es kam auch der Hinweis aus dem Chat, dass die Industrieemissionen seit 2010 nicht so stark gesunken seien. Sie hatten das ja eben als Erfolg angeführt. Können Sie gerne sozusagen mit aufnehmen in Ihrer Antwort? Genau, gerne. Also klar, es ist natürlich picky juicy, wenn ich mir einzelne Zahlen und Zeiträume raussehe und nur da die Emissionsminderungen rausnehme. Aber ich erkläre gerne auch Lisa nochmal das Funktionieren einer Mengensteuerung. Eine Mengensteuerung funktioniert nach der Steuerung der Menge. Das heißt, sie ist dann erfolgreich, wenn ich mein Ziel erreiche. Und ja, natürlich, es gibt unterschiedliche Vermeidungskosten und Teile in der Industrie reduzieren schneller als andere. Ein Stahlwerk umzubauen ist ein Mammutprojekt.
Das dauert auch entsprechend unterschiedlich. Deswegen gibt es unterschiedliche Vermeidungskosten und manche der Vermeidungskosten sorgen dafür, dass andere Bereiche schneller rausgehen. In Europa gibt es auch kein EEG. Ja? Also auch die Zahlen, die ich eben genommen habe, sind die europäischen Zahlen, nicht die deutschen Zahlen. Ich glaube, man muss da schon Äpfel mit Äpfeln vergleichen und nicht mit Birnen. Ja? Also man muss da schon sozusagen sich die Zahlen auch am Anfang vielleicht nochmal angucken und sagen, in welche Richtung geht es denn in der richtigen Richtung. Der Emissionshandel ist in seiner Wirkweise ja nicht komplex. Er legt einen einheitlichen Preis fest und sorgt dann dafür, dass da reduziert wird, wo es am Anfang am schnellsten geht. Und das ist doch genau der Punkt, den wir wollen. Wir wollen eine möglichst hohe Effizienz. Wenn ich jetzt auf einen Emissionshandel noch sowas wie ein Kohleausstiegsgesetz draufsattel, dann wird das absurd. Dann wird das sehr, sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr absurd. Weil ich dann auf einmal anfange, Kohlebetreibern viel Geld zu zahlen, dafür, dass sie enteignet werden, für was, was sie eh schon marktwirtschaftlich getrieben tun würden. Bei einem 55-Euro-ETS, bei dem wir gerade stehen, geht uns doch die meiste Kohle eh aus dem Markt. Und zwar, die wollen aus dem Markt. Warum gehen sie aus dem Markt? Und da komme ich jetzt zu den konkreten Sachen, die wir natürlich in so einer kurzen Diskussion jetzt nicht alle ausführen können, aber zu den konkreten Sachen. Warum gehen die aus dem Markt? Weil wir aktuell noch nicht genug Speicherfähigkeit haben. Warum gehen die nicht aus dem Markt? Weil die BNetzA denen sagt, ihr müsst weiter verstromen. Weil die im Moment eben noch nicht ausreichend erneuerbare Energie da haben, dass wir durchgehend Versorgungssicherheit darstellen können. Weil die BNetzA sagt, naja, das geht halt aktuell noch nicht. Und das ist doch absurd. Und was ich eben gesagt habe beim Planfeststellungsverfahren, natürlich müssen wir an die Frage ran, wie wir ein länderübergreifendes System von Zubau erneuerbarer Energien organisiert kriegen. Natürlich müssen wir in die Naturschutzfragen ran. Ich hatte übrigens auch eben ganz konkret, ich weiß manchmal, sagen, sind es viele Einzelpunkte, die ich nenne, aber du hast natürlich sicherlich mitbekommen, dass ich eben auch schon ausgeführt habe, zu sagen, okay, wir müssen in die Einzelplanung, in die Regulierung der Planfeststellungsverfahren, um da schneller zu werden. Und natürlich bestimmt ein CO2-Preis auch jetzt schon, wie schnell ein Ausbaufahrt funktionieren kann. Das ist doch ganz konkret. Und der letzte Punkt, um wirklich sinnvolle Energiewende zu betreiben, müssen wir die gesamte Energie betrachten, nicht nur den Strom. Und das heißt auch Sektorenkopplung. Und das bedeutet eben auch sowas wie Speicherfähigkeit, zum Beispiel in der Übertragung zu Wasserstoff hinzubekommen. Und das heißt, wir müssen erstmal im Energiewirtschaftsgesetz definieren, was ist denn ein Speicher? Ja, wie kann ich den denn dann in ein System einbauen, in dem wir aktuell nur Produzentennetz und Konsument kennen? Und das müssen wir jetzt tun, das müssen wir in der nächsten Periode dringend angehen. Und dann kommen wir auch mit dem Zubau Erneuerbaren schneller, besser und, das ist das Ziel ja auch, günstiger voran. Und ich glaube, das ist relativ klar geworden. Und denn das ist ja das, und das würde ich als letzten Satz zu meinem Abschlussstatement noch nehmen. Ich glaube tatsächlich, dass der Klimaschutz und die damit einhergehenden Maßnahmen eine Riesenchance bieten. Der Klimawandel ist eine der größten, ich glaube, die größte Herausforderung der Menschheit, vor der wir stehen. Aber gleichzeitig ist dessen Bekämpfung eine Riesenchance, in der wir sowohl ökonomisch als auch ökologisch extrem viel erreichen können, wenn wir das klug machen. Und ich glaube, dass wir ganz oft politisch zu sehr über Klein-Klein-Maßnahmen und du hast das in deiner Diskussion nicht gesagt, du hast das nicht gesagt und das hast du zu viel gesagt oder das ist zu hoch oder zu niedrig, dass wir da manchmal uns verlieren. Wir verlieren uns aber meiner Meinung nach zu oft in der Diskussion, welches ist das Zieldatum und nicht der Weg dahin. Und das müssen wir nutzen, um diese Chancen in den Vordergrund zu rücken. Und das haben wir in unserem Wahlprogramm festgeschrieben und da freue ich mich auch auf den weiteren Wahlkampf. Vielen Dank. Dann hat Herr Beutin jetzt die Ehre, das alles nochmal abzurunden in einem Abschlussstatement. Ja, ich werde mich bemühen, das kurz zu machen, weil ich auch los muss. Zum Emissionshandel einfach nochmal. Wir haben seit seiner Einführung Jahre erlebt, wo der Emissionshandel wirklich nur für extra Profite für Konzerne gesorgt hat, und zwar für Milliardenprofite. Gemeinsam übrigens mit diesen teils absurden Industrieausnahmen beim EEG. Also gibt es ja auch Studien, wie viele Milliarden da zusammengekommen sind. Jetzt tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren funktioniert er. Er funktioniert möglicherweise, weil Zertifikate rausgenommen worden sind, aber vielleicht auch noch ein gerüttelt Maß an Spekulation dabei ist. Es gibt keine Garantie darauf, dass das so bleibt, dass er wirkt. Es kann auch sein, dass die Preise wieder in sich zusammenfallen, weil wir haben immer noch Überschüsse an Zertifikaten im Markt. Keine Ahnung, das ist halt eine Wette auf die Zukunft, die da abgeschlossen wird. Und deswegen plädieren wir dazu, dass es entschiedene Maßnahmen braucht. Und
Und die liegen in allen Bereichen auf der Hand. Im Ausbau Erneuerbarer haben wir darüber gesprochen, im Verkehrsbereich haben wir darüber gesprochen, übrigens auch ein Verbot von Kurzstreckenflügen, eine Besteuerung von Flugkerosin und ähnliche Sachen gehören aus meiner Sicht dringend dazu. Im Gebäudebereich liegen die Sachen auch auf der Hand. Dort haben wir gesehen, Anreize bringen eben nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen da auch eine Vervierfachung oder Verfünffachung. Wir brauchen Energieberater, die wir ausbilden müssen. Wir müssen tatsächlich durch die Gebäude gehen und da Gebäude zielgenau auch Sanierung vornehmen und dann vor allem zeigen, dass energetische Sanierung und soziale Gerechtigkeit, also bezahlbarer Wohnraum zusammengehen, weil das ist auch ein Problem für die Akzeptanz, wenn Mieterinnen befürchten müssen, dass energetische Sanierung dazu führen, dass sie rausgeschmissen werden. Da gibt es interessante Modelle von DUH und Mieterinnenbund oder Mieterbund gemeinsam, woran man sich orientieren kann. Das heißt, die Sachen liegen auf der Hand, auch was die Verkehrswende angeht. Es muss gemacht werden. Es braucht den politischen Druck. Es braucht den Druck von der Straße, der sozialen Bewegung. Und es braucht eine Politik, die Mut hat. Und diese Politik muss eben jenseits der Union stattfinden. Und wie wir eben gehört haben, höchstwahrscheinlich auch jenseits der FDP. Das, an dieser Stelle werden wahrscheinlich jetzt einige Sachen wieder unwidersprochen bleiben müssen, weil wir jetzt den Zeitrahmen gesprengt haben. Ich danke Ihnen erstmal für die Diskussion. Ich bin überzeugt, Sie treffen sich jetzt auf eigenen Foren noch wieder und können das weiter austauschen. Dann kann auch Frau Badum mahnt noch etwas zur Energiewende Konkretes von der FDP an. Das kann sie dann noch persönlich fragen, vielleicht auch bei der nächsten Bundestagsdebatte. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Debatte, danke fürs Zuhören, danke an Carsten, Claude, meinen Kollegen, danke für die Fragen im Chat, die wir leider nicht alle beantworten könnten. Das Video gibt es, wie gesagt, morgen im YouTube-Kanal nochmal zum Nachhören, wenn möchte. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen angenehmen Nachmittag und wer will, nachher ein schönes Fußballspiel. Vielen Dank auch von meiner Seite. Danke an Energet für die Organisation. Gerne. Tschüss, schönen Nachmittag. Tschüss.